Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute wird's feurig. Warum? Nicht wegen brennender Schärfe, sondern wegen der Optik. Es geht um den Feuerschüppling. Wo man den Feuerschüppling finden kann, wie es mit der Verwendbarkeit und dem Speisewert aussieht, ja, und warum der Feuerschüppling Feuerschüppling heißt, das erfahrt er in diesem Pilzporträt. Wo kann man denn mit dem Feuerschüppling rechnen und wann kann man denn den Feuerschüppling finden? Ja, der Feuerschüppling ist ein Folgezersetzer, den man auf morschem, totem Nadelholz finden kann. Besonders gerne erscheint die Art dabei auf alten, vermodernden Fichtenstümpfen. Finden kann man den Feuerschüppling vom Sommer bis in den späten Herbst hinein. Hauptsaison hat die Art meist im September und Oktober. Obwohl der Feuerschüppling durch seine leuchtend gelben Farben eigentlich kaum zu übersehen ist, so finden wir die Art vergleichsweise selten. Aktuell sind uns nur wenige Habitate bekannt, in denen die Art regelmäßig zu finden ist. Insgesamt scheint der Feuerschüppling damit deutlich seltener zu sein als viele andere häufige Totholzbewohner, wie zum Beispiel verschiedene Schwefelköpfe oder auch die allseits bekannten Stockschwämmchen. Wie sieht's denn mit Verwendbarkeit und Speisewert aus? Ja, der Feuerschüppling ist zwar ungiftig und besitzt sogar einen relativ einladenden, pilzig-würzigen Geruch, dafür aber leider einen unangenehm bitterlichen Geschmack. Der Feuerschüppling ist damit leider kein Speisepilz. Wie sieht's denn mit der Namensgebung aus? Warum heißt denn jetzt der Feuerschüppling eigentlich Feuerschüppling? Ja, die leuchtend gelben bzw. gelb-orangen Farben gepaart mit den auffälligen Schüppchen lassen den Feuerschüppling mit viel Fantasie wie eine kleine leuchtende Flamme wirken, weshalb der Feuerschüppling sich seinen Namen durch die wirklich wunderschöne Optik aus meiner Sicht mehr als verdient hat. Kommen wir nun zu den Merkmalen. Wie sieht denn jetzt der Feuerschüppling eigentlich aus? Ja, der Feuerschüppling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 8 cm. Die Hutoberseite ist zitronengelblich, orangegelblich oder auch mal etwas dunkler orange gefärbt. Die Hutoberseite ist außerdem mit deutlich sichtbaren abstehenden Schüppchen besetzt, die meist eine Spur heller ausfallen als die Hutoberseite. Auf der Hutunterseite befinden sich beim Feuerschüppling gelblich bis rostbraungelblich gefärbte Lamellen. Die Lamellen sind am Stiel angewachsen und laufen dort auch meist etwas herab. Das Sporenpulver ist rostbräunlich gefärbt. Auch der Stiel des Feuerschüpplings ist zitronengelblich, orangegelblich oder seltener auch etwas dunkler, also orange gefärbt. Im oberen Stieldrittel befindet sich eine zumindest angedeutet sichtbare Ringzone. Oberhalb dieser Ringzone fällt der Stiel glatt aus. Unterhalb dieser Ringzone fällt der Stiel dagegen schuppig aus. Der Feuerschüppling besitzt leuchtend gelblich gefärbtes Fleisch, das bei Verletzung zu bräunen beginnt. Der Geruch fällt zwar angenehm pilzig aus und kann eine ebenso angenehme Rettichkomponente besitzen, die Geschmacksprobe fällt dazu im Gegensatz aber wie beschrieben unangenehm bitterlich aus. Wie sieht es denn mit den Verwechslungspartnern aus? Eine der ähnlichsten Arten dürfte hier der goldgelbe Holzritterling sein. Auch der goldgelbe Holzritterling erscheint auf totem Nadelholz und bewohnt dabei ebenfalls gerne vermodernde, feuchte Stümpfe von Fichten und anderen Nadelhölzern. Auch die Farbe kann ähnlich ausfallen, wobei der goldgelbe Holzritterling in der Regel immer eine Spur gelber und der Feuerschüppling immer eine Spur oranger ausfällt als die jeweils andere Art. Auch bei der Größe und den Lamellen gibt es Unterschiede. Der goldgelbe Holzritterling wird plus minus etwas größer, ja, und erreicht ohne Mühe Durchmesser von deutlich über 10 cm. Der Feuerschüppling kommt in der Regel nicht über einen Hutdurchmesser von 8 cm hinaus. Die Lamellen des Holzritterlings sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen. Die Lamellen des Feuerschüpplings sind ohne Ausbuchtung angewachsen und laufen meist auch etwas am Stiel herab. Auch die Sporenpulverfarbe unterscheidet sich. Der Feuerschüppling mit rostbräunlichem Sporenpulver, der Holzritterling mit weißlich gefärbtem Sporenpulver. Weitere ähnliche Arten sind dann auch noch verschiedene Schüpplinge.
Der Spargelschüppling besitzt zum Beispiel teilweise sehr ähnliche Schüppchen auf der Hutoberseite, ist dafür aber in der Regel deutlich anders gefärbt, ja, und besitzt mehr gelbbräunliche als gelbliche bzw. gelborange Farben. Außerdem bildet der sparrige Schüppling deutlich stämmigere, größere Fruchtkörper aus. Das Wachstum der sparrigen Schüpplinge fällt in der Regel auch deutlich büscheliger aus. Die sparrigen Schüpplinge wachsen dabei dann mit zahlreichen Fruchtkörpern aus einem Strunk heraus und auch die Feuerschüpplinge können gerne mal in Gruppen auftreten, wachsen in der Regel aber nie so büschelig wie der sparrige Schüppling. Der safranrote Schüppling ist dafür farblich und von der Größe her sehr ähnlich, besitzt dafür aber keine abstehenden Schüppchen auf der Hutoberseite. Die Art ist außerdem oft etwas dunkler, mehr orange-rötlich statt gelblich bzw. gelb-orange gefärbt. Da der Feuerschüppling nicht nur gelblich gefärbt ist, sondern auch rostbräunliches Sporenpulver besitzt, könnte der Feuerschüppling von unerfahrenen Sammlern vielleicht auch mit gelblich gefärbten Schleierlingen, wie zum Beispiel dem hier zu sehenden dottergelben Klumpfuß, verwechselt werden. Der dottergelbe Klumpfuß ist aber kein Folgezersetzer, sondern ein Symbiosepilz und erscheint in der Regel nicht auf Stümpfen, sondern wächst direkt aus dem Boden heraus. Außerdem bildet der dottergelbe Klumpfuß deutlich größere, stämmigere Fruchtkörper aus und besitzt an der Stielbasis in der Regel eine namensgebende Knolle oder zumindest eine deutlich sichtbare Verdickung. Stichwort Klumpfuß. So viel also zum Feuerschüppling. Ja, das ist wirklich so eine wunderschön gefärbte und so ein bisschen fransig-schuppige Art, dass man da wirklich tolle Aufnahmen machen kann. Ja, und auch wenn wir diese Art nur ein, zwei, dreimal pro Pilzjahr finden, freuen uns die Funde dann natürlich umso mehr. Wie sieht's denn bei euch in der Region aus? Ist da der Feuerschüppling häufiger zu finden? Gibt's da vielleicht sogar Massenvorkommen bei euch? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare, gerne mit der Angabe zum ungefähren Fundort, also eurem Bundesland oder wenn ihr mögt, gerne auch den Postleitzahlbereich. Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn man von diesem Feuerschüppling schon mal was gehört hat oder wenn man mal ein paar Bilder von ihm gesehen hat, ja, dann weiß man im Feld eigentlich sofort, wenn man den Feuerschüppling vor sich hat, da würde ich den fast für unverwechselbar halten. Es ist halt wie mit so vielen Arten, wenn man noch nichts von der Art gehört hat, wird schwierig die Art zu bestimmen. Wenn man die Art aber schon kennt und sei es nur aus dem einen oder anderen Pilzbucheintrag oder Pilzporträt, dann sollte man die Art relativ leicht bestimmen können. Ja, und wie gewohnt gibt es jetzt zum Abschluss von diesem Pilzporträt nochmal Detailaufnahmen der Art. Da könnt ihr euch diese ganzen beschriebenen Merkmale vom Feuerschüppling nochmal in Ruhe anschauen und euch einprägen. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr den Feuerschüppling noch nicht gefunden habt, dass es 2023 bei euch mit dem Erstfund klappt. Wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Eindrücken. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.